Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Carina von BeakMate. Heute nehmen wir kein Kleid, wir nähen eine Jacke. Und zwar die Jacke Ruby mit Kapuze. Also wir haben da den tollen Sweat, Sommersweat von Apfelschick. Streifen finde ich immer cool, schwierig zum Nähen, aber cool. Man muss schauen, dass sie schön aufeinander passen. Und ja, die Jacke Ruby, da habe ich jetzt noch Knöpfe bestellt, die sollten heute hoffentlich noch kommen. Die hat da so das Bündchen mit großen Knöpfen und Kapuze. Eben, wir nähen sie aus Sommersweat. Ich finde sie echt ganz cool. Der Schnitt ist von der lieben Sandra von Safilou. Die hat ganz, ganz, ganz tolle Schnitte. Verlinke ich euch natürlich alles unten. Schaut es bei ihr vorbei. Mega, mega. Und ja, ihr habt gesehen, ich habe schon zugeschnitten und ich zeige euch jetzt die Teile, was wir brauchen. Und dann können wir schon loslegen. Ich freue mich. Gut, also zugeschnitten habe ich schon. Wir haben da unsere Schnittteile. Es ist keine Nahtzugabe enthalten, die müssen wir dazugeben. Saumzugabe brauchen wir ja nicht wirklich, weil wir ja mit Bündchen nähen. Wir haben jetzt da zweimal die Außenkapuze, zweimal die Innenkapuze. Da haben wir unser Rückenteil. Zweimal, also das Rückenteil einmal im Bruch, zweimal das Vorderteil, zweimal die Ärmel. Dann haben wir da unseren, sage ich jetzt, im hinteren Mittelbeleg, den schneiden wir einmal im Bruch zu. Also so, einmal im Bruch. Und dann schneiden wir da in der Mitte auseinander. Dann haben wir zwei, einmal, zweimal und dann brauchen wir viermal im Beleg, im Seitenbeleg und dann zweimal gegen, also zweimal spiegelverkehrt. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal. Anfangen tun wir mit den Belegen. Die nehmen wir jetzt gleich zusammen. Wir nehmen uns unseren Beleg, legen ihn mit der rechten Seite nach oben vor uns hin, suchen uns einmal im Beleg, dass wir rechts auf rechts aufeinander klappen können und feststecken, wenn ich was zu feststecken habe. Ihr wisst, wie immer gut vorbereitet. Steckt man da fest, rechts auf rechts. Dass es so ausschaut, dass die Rundung nach oben geht, weil da kommt ja dann unsere Jacke rein. Und auf der Seite brauchen wir jetzt einen richtigen. Da, na, bitte. Falsch. Der. Rechts auf rechts. Zusammenstecken. Und die kurzen Seiten nehmen wir jetzt zusammen. Und das machen wir bei beiden Belegen. Also so sollte es dann ausschauen. Weil da kommt unsere Jacke dann rein. Das Vorderteil, das Rückenteil. Vielleicht jetzt noch schwer zu vorstellen. Aber wir sehen, es funktioniert. Und das gleiche machen wir mit dem zweiten Beleg. Da stecken wir auch die Belege rechts auf rechts und nähen die kurzen Seiten zusammen. Jetzt kannst du das wie immer mit der Overlock machen oder mit einem elastischen Stich von der Nähmaschine, also einem Zickzackstich oder einem Fake-Overlock-Stich. Ganz wie ihr es wollt, nur elastisch muss das sein. Also bei mir nähen sie ja Sommersweat. Genau, dann nehmen wir die Teile zusammen und dann wenden wir uns der Kapuze zu. So, die Belege habe ich zusammengenäht. Einmal, zweimal. Und dann nehmen wir uns die Kapuze, die legen wir uns dabei auf die Seite, legen uns die Teile rechts auf rechts, also die Innenteile, das Innenteil, also Futzelalarm bei mir da wieder. Wüt. Und so, ich soll es auch rechts auf rechts legen, mit links auf links. Bei schwarzem Stoff kann mir das leicht passieren.
So, rechts auf rechts und schließen die hintere Naht. Einmal bei der Innenkapuze und einmal bei der Außenkapuze. Letztes Eck hin. Rechts auf rechts. Ich muss jetzt dann noch schauen, dass meine Streifen schön aufeinander oben liegen. Also ich finde Streifen schauen furchtbar cool aus, aber zum Nähen mag ich sie eigentlich nicht. Ich bin da so, uiuiuiui, bei mir verschiebt sich das immer irgendwie. Ja, da nähe jetzt auch wieder das, aber ich finde, ja, ich finde es cool. Hinten zusammen. Ihr seid sehen, Ratzefuß haben wir Jacken. Bin gespannt. Nehmen wir das. Jetzt da weiter. Wir haben die Kapuze einmal, zweimal. Wenden wir eine Kapuze auf die rechte Seite und stecken die in die Innenkapuze. Also das wieder rechts auf rechts. Oben die Naht, schaue, dass die gleich wieder schön aufeinander liegt. Eine Nahtzugabe nach rechts, eine nach links. Und festklipseln. Und dann entlang nach unten. Könnt ihr euch das vorne schön zusammenklipseln. Also die vordere Naht schließen wir jetzt. So schaut es aus. Haben wir sie vorne festgeklipselt und nähen jetzt da rundherum, also da entlang, die Kapuze vorne zusammen. Dann könnt ihr euch die Kapuze mal auf die Seiten legen. Jetzt machen wir mal mit Vorder- und Rückenteil weiter. Ich lege mir jetzt mein Rückenteil der rechten Seite nach oben vor mir hin und lege jetzt mein Vorderteil rechts aufeinander. Schaut, dass es das Richtige erwischt immer. Also schön, dass da die das Armloch aufeinander liegt, rechts auf rechts. Und dann schließen wir da die Schulternähte. Also einmal da und einmal da. Dann können wir auch schon unsere Ärmel einnähen. Dann nehmen wir noch den Beleg an die Kapuze, schließen den Beleg, nähen es an die Jacke an und dann fehlen eigentlich nur mehr die Knöpfe. Aber auf den muss ich noch warten, die sind noch nicht da. Extra große bestimmt, damit es cool ausschaut. Bin gespannt. Ja, also Schulternähte schließen und dann holt euch eure Ärmel. Heieiei. La 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 la. Habt ihr eure Ärmel geholt? Ich hoffe schon. Dann schaue ich, da habe ich einen Knips, das ist rechts auf rechts. Sollten da auseinanderschneiden. Also da ist mein Vorderknips, das heißt, ich brauche jetzt den, um die Seite festzustecken. Stecken oben an die Schulternaht, die obere Rundung. Und stecke dann da die Außenseite ans Vorderteil. Und die Außenseite an die Außenseite vom Rückenteil. Und dann kann ich das da oben entlang im Ärmel schon an Vorder- und Rückenteil annähen. Und das mache ich auf beide Seiten wieder. Jetzt haben wir die Ärmel an die Jacke genäht. Schaut jetzt so aus. Wir haben da vorne schon unsere Öffnung für die Jacke. Schaut schon gut aus. Wir legen es jetzt aber rechts auf rechts wieder, weil jetzt schließen wir die Seitennaht. Also schön die Ärmelnaht aufeinander, die Seitennähte von Vorder- und Rückenteil aufeinander, steckt sich am besten die Achselnaht gleich rechts auf rechts wieder, links-rechts Nahtzugabe, dann habt ihr da ein Ärmel rechts auf rechts und da die Seitennaht vor der Jacke und die schließen wir jetzt mit dem Ärmel in einem Ruck. Also da jetzt in einem Ruck, zack, zack, zusammennähen. Wieder auf beide Seiten. Hui, jetzt schaut schon ziemlich aus wie eine Jacke. Ein Jäckchen, Jäckchen. Können wir unser Vorder- und Rückenteil auf die Seite legen. Holen wir uns unsere Belege und unsere Kapuze und legen uns die Kapuze einmal mit den langen
Vorderteil da mit dem langen Rüssel auseinander hinfahren, also rechts auf rechts müssen wir es ja, weil jetzt kommen da die Belege dran. Wir nehmen jetzt unseren Beleg, schauen, dass die Rundung nach innen Richtung Kapuze zeigt und stecken das da vorne auf die äußere Ecke rechts auf rechts fest. Einmal da. Einmal da. Weil das nehmen wir jetzt dann fest. Und dann gehen wir da einen Beleg entlang. Jetzt nehmen wir den anderen weg. Legt da jetzt die Kapuze auch noch auseinander. Und lege jetzt den Beleg vorder entlang. Rüber, 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 rüber. Und da wieder rauf. Und stecken da an die Kante fest. Und das gleiche mache ich mit dem zweiten Beleg, den stecke ich auf die äußere Kapuze. Schau auch wieder, dass die Rundung Richtung Kapuze geht und dass sie nicht verdreht ist, also dass der Beleg nicht verdreht ist. So, und dann kann ich die vier kleinen Teile an die Kapuze festnehmen. Wenn ihr das jetzt zusammengenäht habt, habt ihr jetzt da die Kapuze und da geht jetzt die Belege aber. Die stecke ich mir jetzt auf der Außenseite fest und nähe dann die Außenseite zusammen. Ich zeige es euch jetzt nochmal da am Boden. Also legt euch die Kapuze vorhin hin, gebt die Teile nach außen und dann schaut, dass die Rundung schön. Ich meine, das könnt ihr gleich so machen und dann da feststecken bei der Kapuze. Tut es dann leichter, dass es nicht verwurstelt, also nicht verdreht. So muss das ausschauen. Weil da kommt dann die Jacke rein. Und wir nähen jetzt den äußeren Rand fest. Und ich habe gesagt, wir stecken den äußeren Rand fest. Naja, im inneren Rand festgesteckt, aber das ist egal. Jetzt nehmen wir da entlang außen rundherum bis daher. Tück, 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 tück. Die ganze Runde nehmen wir jetzt zusammen. Genau. Dann sind wir es auch fast schon. Dann brauchen wir einmal die Jacke einnähen. Bündchen an die Ärmel. Fertig. Na, die Knöpfe will nur. Ja, die Knöpfe, die kommen. Die kommen. Dann gehen wir her und wenden uns die Kapuze auf die rechte Seite. Stecken wir gleich mal da hinten mal Mitte wieder fest. Ja, jetzt haben wir. Ich finde es schon gedacht, witzig. Ich habe es jetzt rundherum festgesteckt. Am besten ist ja, es bügelt den Rand. Das mache ich dann zum Schluss, wenn die Jacke fertig ist. Und jetzt holen wir uns unser Jackeninnenteil, also unser Hauptteil. Legen uns das da rein. Seht ihr, da haben wir die Ecke. Da die Rundung. Da können wir dann gleich Naht auf Naht. Da auch gleich Naht auf Naht. Und dann stecken wir das rechts auf rechts fest. Also hinten die Mitte. Stecke ich gleich da an die mittlere Kapuzennaht. Da die Ecke an die Ecke. Und dann eben rundherum innen rein feststecken. Yay! So schaut es aus, das Ganze. Also selbst innen rein festgesteckt. Ich werde es jetzt mit der Overlock zusammennähen. Außer da bei den Ecken. Das nähe ich mit der Nähmaschine da die Ecke, dass mir die schön gelingt. Den Rest mache ich alles mit der Overlock. Das nähe ich jetzt einmal zusammen. Und dann zeige ich eigentlich, wie ich die Ecken mache. Weil die mache ich wirklich mit der Nähmaschine. Damit das ein schönes Ergebnis hat, weil mit der Overlock befürchte ich, dass das mal nicht schön wird. Jo! Ich kann es euch schon mal sagen, wie es ausschaut, so schaut's. So wird's. Schön, oder? Yay! Gut, also wie mache ich das jetzt damit die Ecken? Ich gehe her, lege mir die Ecke mit dem Punkt, also ohne Nahtzugabe. Ich ziehe da die Nahtzugabe ab und lege genau den Punkt auf die Naht.
und nähe jetzt genau eben bis zu deinem Punkt. Bis daher nähe jetzt mit einem Dreifach-Geradstich, dass es mal hebt. Und dann hebe ich mein Füßchen. Dann hebe ich mein Füßchen, drehe es so hin, dass ich die andere Seite jetzt nach unten nähen kann. Dann schaut es so aus, ich habe bis daher genäht und dann nähe ich runter. Und dann habe ich da einen schönen Übergang. Und auf der zweiten Seite genauso. Was wir jetzt dabei noch machen können, sind die Knopflöcher machen. Ich hätte da so toll Style. Dann hatte ich da jedes zweite. Kann man das erkennen? So. Genau. Also ich markiere jetzt meine Knopflöcher mit dem tollen Teil, was ich da habe. Das verlinke ich unten, das habe ich bestellt. Das markiere ich jeden zweiten Abstand, markiere ich mal. Und genau da mache ich meine vier Knopflöcher. Also da oben, da, da und da. Gut, ich markiere jetzt da meine Abstände nochmal. Ich habe da mein tolles Gerät. Ich nehme da jetzt zweite. Drei, vier. Also eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich werde die Knopflöcher senkrecht machen, weil waagrecht habe ich Angst, dass es mir da ausreißt, weil ich da zwei an den Rand komme. Also ich mache es jetzt so senkrecht, aber genau. Wenn ihr jetzt nur einen dünnen Stoff habt, ich will jetzt ja das Wett. Wenn ihr jetzt nur einen dünnen Jersey oder so habt, könnt ihr natürlich den Beleg auch verstärken, damit die Knopflöcher dann gut halten. Und hab dann da jetzt mein Knopfloch. Das schneide ich jetzt mit dem Nahtauftrenner ab. Aber Vorsicht, dass nicht zu weit auftrennt. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Da bin ich dann das ganze Kleidungsstück durchgefahren. Ihr könnt auch dann die Schere nehmen, wenn ihr ein bisschen offen habt. Und so schaut dann mein Knopfloch aus, das erste. Jetzt mache ich noch die anderen drei und dann nehmen wir die Knöpfe an. Gut, die Knopflöcher habe ich jetzt gemacht. Jetzt markiere ich mir noch, wo die Knöpfe hin sollen. Also ich schaue immer die Mitte vom Knopfloch. Prüf es nochmal nach. Ja, genau, stimmt mal. Ah, das Teil ist super. Und da mache ich mir jetzt meine Knöpfe fest. Das mache ich auch wieder mit der Nähmaschine. Nehmen wir sie an mit Knopflochfuß. Ich hoffe, das funktioniert, weil das ziemlich große Knöpfe sind. Den muss ich mal bei Hand annehmen. Okay, Knöpfe nehmen wir jetzt bei Hand an. Aber ich habe keine Ahnung wie, also da mache ich jetzt kein Video dazu. Das mache ich jetzt gleich ganz stümperhaft, weil es geht sich jetzt nicht aus. Dass das weiter hin und her geht. Nö, nehmen wir mit der Hand an. Und so schaut sie aus, unsere neue Jacke. Unser Ruby. Was sagst du? Mit Kapuze? Ja,
Nicht so. Aber, ich meine, das Leiberli drunter passt jetzt auch nicht, aber jetzt kann ich ein schwarzes Leiberli vorstellen. Aber ich finde sie echt cool mit dem Beleg, mit den Knöpfen, mit den großen. Ich habe die jetzt irgendwie bei Hand angenäht, die werden nicht lange. Ich glaube, da gehe ich dann zu meiner Mama und frage, ob sie mir das macht. Yay, es passen da die Streifen auch ganz lang aufeinander. Und ja, also der Schnitt Ruby von Safi Lou. Danke, liebe Sandra. Der Stoff ist von Apfelschick, verlinke ich euch alles unten. Und ja, haben wir schon mal eine Jacke genäht? Ich glaube, wir haben noch gar keine Jacke genäht. Es kommt bald wieder eine Jacke. Ich mache jetzt nämlich 2 Videos zu Jacken. Und jetzt haben wir ein paar Kleider. Aber ja. Also, jetzt findet ihr es unten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, schaut euch gerne meine anderen Videos an. Und ja, das war's schon wieder. Fotos verlinke ich wieder unten zu meinen Facebook- und Instagram-Seiten. Schaut auf meinen Shop vorbei. Und ja, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Eure Carina von Big Mate. Tschüss.